Achtung, diese Folge könnte für einige Zuschauer ungeeignet sein. Philo spielt einen künstlich-ironischen Charakter. Alle Teilnehmer wurden informiert und hinter den Kulissen haben sich alle gut verstanden. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind. Kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja, wenn es soweit kommt. Das ist Philo. Er datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin Felix, aka Philo, bin Livestreamer und ich habe die Nummer von Frank Rosin. Crazy. Was suchst du heute? Ich suche eigentlich einfach nur, ja, irgendwas, was mir den Kopf krault. Und mir sagt, dass alles gut wird, Sophie. Was wäre deine Red Flag? Ein Red Flag, Bodycount über 1, geht in den Club, weiß nicht, man sieht irgendwie ein Stück Haut, dann bin ich raus. Cool. Finden wir heute. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro, also viel Glück. Drei. 2, 1, was geht ab? Okay, was denkst du? Boah, ich sehe direkt super viele Nikes, ich sehe viele Swooshes und Bergsteigerschuhe. Das ist mein schlimmster Feind, das ist mein Endgegner. Echt? Wirklich, Nummer 7 ja. ist gar Nummer nicht 7, na, ich weiß noch nicht. Es sagt manchmal ein bisschen was über Personality aus. Ja, welche findest du so auf Anhieb am besten? Oh, ich glaube Nummer 2. Mhm, clean auch. Ja, und 6. Ja, das ist ein Vibe. Was, also Nummer 7 ist gar nichts. Weiß ich noch nicht. Okay. Vom Schuh, ich würde es jetzt erstmal nicht judgen. Okay. Aber was ich auf jeden Fall judge, ist die 1. Das ist ja kranker Scheiß. Das ist ja straight up von Seven vs. Wild wiedergekommen. Woher kommst du? Festival? Nee, aber ich reite. Deswegen Stallschuhe und so. Lass doch die Pferde in Ruhe. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, hast du eine Frage für die? Direkt? Ja. Muss die irgendwie musst du ja herausfinden, wer raus muss. Ja. Okay, wer ist euer Lieblingsfernsehkoch? Kandidatin 1, wer ist dein Lieblingsfernsehkoch? Kann ich gar nicht sagen, weil ich gucke keine Kochsendungen oder so. Schrecklich. Assi, oder? Wer das macht? Kandidatin 2, was ist dein Lieblingsfernsehkoch? Tatsächlich gucke ich sowas auch nicht. Ich kann dir nur meinen Lieblingsschauspieler sagen. Das ist Ian Somerhalder. Okay. Wer ist das? Ian Somerhalder. Ja, nee, ist guter Call. Kandidatin 3. Ich würde mich dem auch anschließen. Ich gucke auch keine Kochshows, aber ich kann dir gerne mein Vorbild nennen. Meine Lieblingssängerin ist nämlich Lea. Mhm. Lea. Okay. Oh, süß. Kandidatin 4. Ja, ich gucke an sich auch keine Kochshows, aber Tim Mälzer ist mir jetzt einfach direkt eingefallen. Das ist aber auch so eine kleine Hassliebe, sag ich mal. Hassliebe verstehe ich aber da in dem Kontext. Okay. Aha. Das ist aber eine ganz klare Meinung, ne? Ja, ja, klar. Kandidatin 5. Also ich kenne jetzt nur Steffen Hensler und Nelson. Also mehr auch nicht, aber auch nur, weil meine Mom das oft geguckt hat und ich dann dabei saß. Mhm. Kandidatin 6? Ich finde Frank Rosin ganz lustig. Ah, ich weiß warum. Warum? Ich habe es letztens auf Insta gesehen. Mhm. Kandidatin 7? Ich würde sagen, Tim Mälzer einfach, weil meine Mutter den feiert. Mhm. Okay. Okay, Kandidatin 6 ist auf jeden Fall schon mal Fave. Auf jeden Fall. Also ich sterbe für Frank Rosin. Frank, ich klau dir deine Frau Rosin. Deswegen, der ist der beste Mensch der Welt. Warum? Es ist einfach der beste Mensch. Seine Sprüche, der kommt zu armen Familien mit einem richtig frechen Zeiger am Arm. So 90.000 Euro Patek. Und dann hilft er denen. Ist doch geil. Ja, ist doch süß. Er hat eine schön polierte Glatze. Ich liebe ihn. Auf Basis dieser Frage musst du jetzt eine auswählen. Die raus ist. Okay, ist natürlich auf Basis jetzt der Frage und auf gar keinen Fall wegen den Schuhen, würde ich die Nummer 1 rausvoten direkt. Okay, Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Hallo! Hallo, hi! Hi! Freut mich voll. Mich auch. Klar. Wie süß. Klar. Muss man jetzt noch so pseudomäßig reden oder? Also. Du kannst doch was sagen, was denkst du? Ist eigentlich netter. Also, ja, voll der Nette eigentlich, aber dass du schon mal keine Pferde magst. Keine Pferde mag? Hier ist in Aachen direkt das CIO. Das, was ist das? Kennst du kein CIO? Nein. Aber du bist ja voll an Pferdemädchen, ne? Du hast ja auch hier so ein Hufeisen drauf. Nee, das gehört so dazu. Nee, das ist kranker Scheiß. Nee, nee. Habe ich meiner Schwester abgesneakt. Okay. Was ist denn CIO? Das ist das größte Sportturnier in Pferdenmäßig. Rolex sponsert das. Nee, alles mäßige. Nein, nein, nein. Aber ich züchte auch Hunde. Hättest du Hundewelpen sehen du züchtest, können? Das ist ja, Pomeranians immer schlimmer. Nee, mach dich mal ab. Geh mal. Nee, nee.
Lass mal die Hunde in Ruhe. Du bist super, ja, setz dich gerne da auf das Sofa. Ich hoffe, du hast die gebrieft alle, das tut mir so weh. Nächste Runde. Nächste Runde. Yes. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1. Was ist deine erste Reaktion? Okay, erste Reaktion. Nummer 7 wurde deutlich cooler. Ja. Das wurde deutlich cooler. Ja. Schießt du zu so vielen Löchern? Weiß ich nicht. Ich habe an sich nicht so mit vielen Löchern zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch bei dem Format hier. Aber ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt auch darauf dediziert keine Frage. Vielleicht erste Date? Mhm. Oh, dann vielleicht doch eine Frage. Okay, sag. Also angenommen, ich würde euch heute in meinem wirklich krassen Sport-Porsche abholen, damit wir zusammen zu einem Restaurant fahren und ich euch das AUX-Kabel gebe. Was würdet ihr anmachen für einen Song? Oh, das ist süß. Hast du ein Sportauto? Nein. Du fährst mit der Bahn? Bobbycar. Ah, wunderbar. Finde ich gut. Nummer 1, welchen Song würdest du anmachen? Ich glaube, ich würde Ohne mein Team anmachen, weil da habe ich immer so einen Vibe und bin direkt gut gelaunt. Ohne mein Team? Ja. Okay. Ja, stehst du auf Deutsch? Ich schon, ja. Ich check den Vibe auch hinter Ohne mein Team. Ja. Ja. Kandidatin 2? Ich würde 500 PS anmachen, weil ich finde, das hat voll was, wenn man im Auto fährt und dann dieses Lied hört. Ja, okay. Fahr uns dann sehr wahrscheinlich tot, aber ist okay. Mit Bobbycar? Ja, mit Bobbycar. Kandidatin 3? Ich würde Tabu anmachen, aber das muss dann wirklich volle Pulle laufen. Den kenne ich nicht. Kenne ich auch gerade nicht. Tabu? Von? Young Yuri. Das ist so eine Art Techno-Mix. Ach so. Stehst du auf Techno? Nein. Gar nicht? Auch doch, aber komplett. Also so, es ist halt, wenn es ironisch ist und dann unironisch geil wird. Das ist es. Das ist so der Mix. Ich kann es schwer erklären. Aha. Weißt du? Also ich würde es jetzt nicht in meine Playlist packen und beim Laufen hören oder so. Nee, ich finde auch Techno eigentlich nur zum Feiern gut. Ja. Kandidatin 4? Ich würde Mädchen auf dem Pferd anmachen, weil das momentan einfach im Trend ist. Lass doch mal immer alle die Pferde in Ruhe. Also wirklich, wie, was ist denn hier mit den Pferden, Alter? Okay. Aber das ist der Sommer halt von Bibi und Tina, ne? Ja, das stimmt schon. Richtig crazy. Ja, das stimmt schon. Nee, aber vielleicht, Philo, vielleicht ist es ein Zeichen. Pferde sind dein Ding. Vielleicht. Vielleicht, ja. Vielleicht. Kandidatin 5? Mir fällt jetzt so spontan kein Song ein, aber er könnte mir ja seinen von seinen zeigen. Weil ich habe gehört, er macht auch Musik. Sie ist informiert. Findest du gut? Ja. Ich finde es irgendwie crazy, wenn man keinen Song hat, den man anmachen würde. Mhm, ja, check ich auch. Ja, ich check, was du meinst. Es könnte eine gute und eine schlechte Antwort sein, aber es ist eine Antwort, die kennen mich auf jeden Fall dann. Ja, der erste Teil war so ein bisschen wack und der zweite Teil war so, wieder gerettet, ja? Ja, wieder finessed. Ja, ja. Okay. Kandidaten 6. Also erstmal fahre ich, das Parken kannst du dann übernehmen und wir hören irgendwas von Monet 192. Das war scheiße heiß. Ach, du findest es gut. So ein bisschen Domina, findest du gut? Weiß ich nicht. So ein bisschen Mami. Ja. Ja. Okay, warum fährt sie da? Okay, okay. Mhm. Okay. Kandidatin 6 ist auf jeden Fall ganz weit oben gerade. Ja, immer noch, ja. Ich muss wieder wen rausvoten jetzt? Ja. Okay, also wahrscheinlich 1, 2, 3 oder 4, ne? Ja, also 1 und 2 waren jetzt die Antwort auch nicht schlecht so. Mhm. Den dritten Song kannte ich nicht und ich will halt mal, dass die Pferdescheiße aufhört jetzt. Und zwar ganz schnell. Deswegen. Ich finde die Pferdescheiße eben ganz gut. Ja? Wollen wir die Pferdescheiße noch ein bisschen länger drin lassen? Musst du sagen. Dann machen wir erstmal Nummer 3 raus. Nummer 3 raus? Ja. Weil du die Pferde vielleicht doch noch für dich gewinnen wirst. Vielleicht, ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay, Kandidatin 3, du kannst nach vorne kommen. Hallo! Schön, dass du da bist. Hallöchen, okay, sorry dann. Ja? Ja, ja. Okay. Was sagst du? Nichts. Dann du bist super. Tschüss. Klar, alle sind hier so super. Du bist so hart. Nee, sie war toll. Ja, klar. Sie war total sie war toll. Es war einfach nur total hübsch. Es war einfach nur nicht mein Musikgeschmack, leider. Hm. Mann. Okay. Nächste Frage. Nächste Frage. Ach so, jetzt geht ja, gleich weiter. Nächste Frage. Okay. Hm. Ich weiß nicht, ob... Also die sehen hier alle relativ jung aus. Ne? So einfach vom Style, von den Händen auch und so. Ich mag es halt wirklich, wenn es so richtig aussieht wie Leder. So richtig alte, richtig eklige. So 70 plus. Ja, Lederratten. Ja, ich glaube, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, deswegen würde mich interessieren, falls es nicht klappt oder doch klappt, was ist euer Verhältnis zu euren Omis? Habt ihr ein gutes Verhältnis zu euren Omis? Und wären sie offen für Dreier? Potenziell. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi, ich habe sie ganz doll lieb und wir sind auch fast jeden Tag bei ihr. Das ist gut. Das findest du super. Da könnte ich dann quasi auch jeden Tag mitkommen zu Besuch, oder? Was ist das für eine Folge? Nee, besser nicht. Okay, ja. Besser nicht. Das ist schon mal nicht gut. Das ist meine Omi. Nicht mehr lang. Kandidatin 2?
Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Omi. Wir machen sehr viel Scheiße zusammen und sie ist auch für jeden Scheiß zu haben. Und für ich jeden Scheiß sogar zu haben, das klingt gut. Ja. Mein Gott, hast du schon eine Traumfrau. Ja. Aber nicht für diesen Scheiß. Wir müssen das reversed machen jetzt, actually. Na gut. Okay, dann drei, I guess. Also ich liebe meine Omi, sie ist die Beste und wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis. Ich wohne jetzt zwar sehr weit von ihr weg, aber ich würde sie dir auch gern vorstellen. Das ist, weißt du, dann habe ich wenigstens mal Kontakt mit einer. Ja, aber sehr weit weg, das heißt sehr viel Reisen, ne? Das ist nicht schlimm, hab ein Bobbycar. Kandidatin 4? Meine Oma ist tot. Aber sie war nett. Sehr nett. Oh. Ja, ho. Oh. Ist okay. Alles gut. Kommst du klar? Ha, ja. Kandidatin 5? Also ich wohne mit meiner Oma zusammen an einem Haus, also getrennt in Wohnung. Und die nehmen später auch ein Paket für mich an, also ich würde sagen, das Verhältnis ist ganz gut. Und wegen dem Dreier kannst du sie ja später dann selber fragen. Oh! Passt es doch. At this point weiß ich nicht, ob sie es mit Absicht macht, ne? Das ist schon crazy. Mhm. Okay. Schon Traumfrau. Schon Traumfrau. Wunderbar. Aber kann Nummer 4 noch mal was sagen? Ich finde dich super hot. Also, sof. Also was? Nee, also dich. Ich erkenne, ich glaube, ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte, actually. Echt? Ja, ich habe wirklich eine Ahnung, wer das sein könnte. Kennt ihr euch? Kennst du ihn? Flüchtig. Okay, okay. Also sie lassen wir auf jeden Fall drin. Sie lassen wir jetzt erstmal stehen, auch wenn ihre Oma tot ist, leider. Ja, das wäre auch richtig assi. Ja. Das wäre richtig assi. Mausetot. Okay, das heißt, ich würde jetzt tatsächlich Nummer 3 rausvoten. Schade. Dann Kandidatin 3, du kannst hervorkommen. Hallo! Hi! Na? Hi! Schön, dass du da bist. Hi, was geht ab? Nicht viel, nur bei dir. Auch nicht viel. Ich mag die Tattoos, actually. Danke. Kann ich mal das sehen? Ich bin jetzt nämlich auch kriminell geworden. Ich habe mich letztens tätowieren lassen. Nee, was hast du gemacht? Einfach nach unten auf die Beine. Einmal so und einmal falsch rum. Und seitdem sehe ich Tattoos viel anders. Findest du das ein Vibe? Ja, voll. Haben die Bedeutungen? Ja, das habe ich mit einer Freundin zusammen im Urlaub stechen lassen. Aha, also die hat das gleiche Motiv? Ja. Okay. Das habe ich für meine beste Freundin, weil wir uns immer Engel nennen. Ja, das ist todespeinlich leider. Für einen Sänger. Und wen? Giuseppe Reggio kennst du bestimmt. Nee, kenne ich nicht. Ne, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ciao, ciao. Du bist super, das wird nix. Was bist du denn für einer? Ganz normal. Bisschen eklig langsam. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Nice, okay. 3, 2, 1. Tada! Okay. Was denkst du? Ich frage mich in erster Linie, warum Nummer 1 ein Mikrofon in der Hand hat. Oder ein Buttplug, ich weiß nicht, was es ist. Ach nee, da steht Rode drauf. Okay. Damit du mich hörst. Die Kamera. Ach so, okay. Ups. Ich dachte gerade, das war der unlustigste Joke der Welt, aber gut gerettet noch. Okay, direkt. Ich finde Nummer 4 jetzt immer noch am coolsten vom Outfit. Mhm. Kandidatin 3? Kandidatin 3. Da sind halt so komische Schmetterlinge mit drauf. Das ist so, gibt mir so TK Maxx-Vibes. Echt? Ja, voll. Ich find's so. Super. Ja? Ich find's cute. Okay. Also Nummer 2 sieht legit aus wie so aus der 10. Klasse irgendwie. Von der Größe und aber auch so, bis es so einfach plain pink. Ja. Und die, nee, guck mal, die Schuhe. Das ist legit 6. Klasse. Das ist kranker Scheiß. Nee, okay. Stehst du auf Jüngere? Nee. Nee. Ältere. Viel Ältere. Omis. Die wirken auch sehr befreundet irgendwie. So. Ach so, sind das Schwestern? Die haben sich auch gerade angeguckt. Gleichzeitig. Sind das Schwestern? Seid ihr Schwestern? Eventuell. Eventuell. Da hast du es. Weil er gerade die ganze Zeit davon geredet hat, weil er es unbedingt wissen möchte. Welche Stellung ist euer Liebling? Habe ich nie gesagt. Ich esse ein Oreo. Wenn ich darf. Nee, du. Gönn dir. Morgen. Nee, Philo, der hat die ganze Zeit davon geredet, welche Sexstellung ist eure Liebste. Ihr konnte einfach nicht aufhören, darüber zu reden. Ich bin noch Jungfrau. Ich bin auch noch Jungfrau. Dem schließe ich mich an. Können wir zusammen rausfinden? Also ich finde immer, dass bei einer anderen Person gefällt mir jetzt das gut und bei einer anderen dann das. Also es kommt halt auch immer drauf auf die Technik von meinem Gegenüber an. Oh, sie hatte schon und sehr viel GV. Das ist schon auch crazy. Okay. Das habe ich nicht gesagt. Also doch, du weißt nur Erfahrung. 2. Aber die ersten beiden, wie alt seid ihr? 18. Ich bin auch 18. Ja, das ist so gut.
Jungfrau, Jungfrau, können wir zusammen rausfinden. Und wahrscheinlich ein Bodycount über 2, was schon sehr kritisch ist in meinen Augen. Deswegen, I don't know. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, weil das Bauchneblig Pierce mir da auch auffällt bei Nummer 3. Mhm. Du weißt, wer sie ist. Ich weiß, wer sie ist, ja. Dementsprechend weiß ich, dass sie erstmal richtig Arsch in Videospielen ist. Richtig, richtig Arsch. Ich könnte natürlich so diesen typischen E-Boy-Typ machen und sagen, ich kann dich carryen und so weiter, habe ich aber gar keinen Bock drauf. Weil du nicht könntest, ja. Du könntest mich carryen? Ich könnte dich carryen, ja. Wo drin? Valorant. Habe ich nicht mal installiert. Schlecht informiert. Auch mal für mich installieren. Das ist auch schon wieder scheiße heiß, ne? Ja, du findest es gut, wenn die Kontra geben, ne? Ja, klar. Man darf nicht gucken, wer die sind, ne? Okay. Hey, das ist der ganze Purpose. Ja. Wie asozial! Das ist mir das Phantombild. Ich weiß ja, wer sie ist. Ich will nur gucken, ob es wirklich so ist. Muss kurz entwickeln. Gar keine, wir haben Zeit. Das Bild ist so schlimm. Ich glaube, es ist das Schlimmste, was jemals von mir gemacht wurde, aber okay. Wir lassen es erstmal entwickeln, oder? Okay, wir warten. Das ist überfrech. Das ist so frech. Okay, einfach kurz mal geflasht. Ich muss eine von 1 oder 2 rauswerfen. Pink. Pinklich raus. Ja, das ist ausgefragt, nicht so. Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Ja. Ja, du siehst auch so jung aus. Ja, dachte ich mir. Das ist 7. Klasse Shit. Hallo, freut mich. Hallo. Hallo, ich bin heute der Referendar. Also gehst du wirklich noch zur Schule? Nein, bin jetzt fertig. Mit 10. Klasse? Nein. Sondern wie alt ist man? Ach, mit 18 ist man 12. Fertig schon. Ja. Was machst du jetzt? Ein soziales Jahr. Süß. Wo? In einer Grundschule. Oh, wie schön. Okay. Oh, das passt. Ja, super. Auch zum Outfit. Ja, ja, stimmt. Na gut, dann kannst du dich da hinten hinsetzen. Ja, danke schön. Ciao. Ach, voll, ich habe dir die Hand gegeben, ne? Nein. Okay. Welchen Streamer oder YouTuber, von mir aus auch TikToker, findet ihr am attraktivsten? Oder natürlich auch Streamerin, Streamer. In, ganz genau. Ja. Kandidatin 1. Ich würde Marco nehmen, weil ich den super liebe und sympathisch finde. Wer ist Marco? Wer ist ein Marco? Jetzt offiziell Marco. Mit den Mutti-TikToks. Mit was TikToks? Mit den Mutti-TikToks, mit Tobi. Ach, Mutti. Ich habe anderes verstanden. Als ob ihr den nicht kennt. Nee, kenne ich nicht. Nee, kenne ich auch nicht. Bleib Marco, ganz liebe Grüße. Kandidatin 2. Ja, natürlich Philo und da auf jeden Fall auch den Prime-Sub da lassen. Wichtig, ne? Guck mal. Da. Mein Gott, ihr zwei. Ich spür den Vibe. Ja, was soll ich sagen? Kandidatin 2 hat meine Antwort geklaut. Und eine zweite Option gibt's natürlich nicht. Okay. 2 und 3 Mann stark. Mhm. Oder findest du es gut, wenn die... Nee, es ist halt natürlich nur... Klar, ich bin super ich bin unglaublich attraktiv. Aber angenommen, ich würde jetzt in den nächsten Wochen aus Versehen unverhofft in einem Autounfall sterben und mich gäbe es nicht mehr. Wer wäre es dann bei 2 und 3? Mich interessiert das wirklich schon. Mhm. Ich finde Nick Beats ganz gut so. Vom Aussehen, der sieht nett aus, aber... Hm? Ist ein Homie. Ja. Immer schwierig, Statements dazu zu machen, zu Streamern und so. Natürlich Monte, weil der ist nicht mittellos. Monte. Ja, ist quasi dein Look, ne? Ist mein Look, ja. Ja. Hat sie gesagt, weil der ist nicht mittellos? Das ist ja wieder frech. Ja, ich kenne Marco nicht. Raus. Muss leider raus. Wer ist Marco? Ja, ganz ehrlich. Dann kannst du jetzt hervorkommen. Hallo. Ah, Zwillinge. Übel das Déjà-vu gerade, wollte ich sagen. Hallöchen. Hallo. Gutes Parfum? Ja. Ja, klar. Wie? Warte, ganz kurz, wir müssen kurz Pause machen. Nee, geht wieder. Nee, du bist super. Das ist ein bisschen crazy. Ihr seid alle so super. Ja, okay, was gibt's? Was hast du für eine Note in Mathe gehabt? Willst du nicht wissen. Doch, will ich, hab ich, deswegen frage ich ja. Eine 5. Okay, hab ich aber, hatte ich auch. Ja, High five. Connected. Ja. Gut, dann ab zur Nachhilfe. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Du bist super, voll süß, die beiden. Voll süß. Nein. Ich kann nicht anders jetzt. Nein. Willst du auch? Nein. Boah, Junge, Alter. Umarmung ist schon echt doll. Das ist schon fast wie ein Bodycount nach oben machen. Gut. Finale. Oh, Finale. Oh. Cringe. Okay. 2 coole Girls. Hast du eine Frage so zum Abschluss? Also bei Baby Boogie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe die weißen Fingernägel. Und mich würde in dem Kontext natürlich super interessieren, ob da auch passend die weißen Fußnägel vorhanden sind.
kann ich dir gerne heute Abend zeigen, ja? Wenn es soweit kommt. Okay. Wow. Ich habe Naturfußnägel gemacht. Was heißt das? Das ist ja so dieses. Aber Naturfußnägel gemacht? Was? Ja, also von der Farbe her, dieses Rosane, das nennt man im Nagelstudio Natur. Das ist, kannst vielleicht einmal kommen, dann zeige ich dir das. Ich rolle hin. Halt mal ein paar Händchen. Das ist so wie dieses hier, so leicht rosa. Okay. Und die? Hast du auch so French-Fußnägel? Nee, die sind komplett weiß, deckend. Boah, okay. Machst du jetzt wirklich deine Gewinnerin an den Nägeln aus? Ja, natürlich. Aber was denn sonst? Ist auch wichtig. An den Fußnägeln? Ja, das schon. Kandidatin 1 weiße Fußnägel, Kandidatin 2 rosa Fußnägel. Ja, aber Kandidatin 1 ist halt leider Baby Boogie. Das ist schon mal nicht so gut. Warum? Die ist super. Die ist wirklich schlecht in Spielen. Nee, die ist wirklich auch hot. Das sieht neben mir aber auch schlecht aus, weil ich bin halt super gut. Mann, das ist so hart. Ich wüsste noch nicht mal, was ich nehmen würde. Boah, ich guck mal auf gute Frage nicht. Das ist ja wirklich schwer. Was guckst du da? Nach Fragen, oder? Nehmt ihr Drogen? Ich rauche Zigaretten und trinke Alkohol an besonderen Tagen, zu besonderen Anlässen. Ja, bei ihr ist wahrscheinlich jeder Tag besonders, so wie die Lal schon wieder. Wenn ich dich jeden Tag sehen würde, ja. Kandidatin 2? Beim Alkohol schließe ich mich an und ich rauche Vape. Vape? Ja. Elfbar? Nee, HQD. Sobald man da mehr als... Ich rauche gar nichts. Und auch kein Alkohol? Ich habe dieses Jahr kein Alkohol getrunken, aber jetzt auf der Gamescom ist mir da ein kleines Fauxpas passiert. Nee, ich trinke Slush den ganzen Tag in mich rein auf der GC. Da ist aber auch nichts. Alkohol drin. Ja, ich weiß, deswegen ich weiß, ja. Aber es fällt nicht auf. Das ist wirklich schwerer Scheiß jetzt. Aber ich gehe nie feiern. Geht Baby Boogie feiern? Ja. Die geht feiern. Dann raus mit der. Echt? Ja, weg mit dem Scheiß. Boah. Junge, endlich. Warte kurz. So, auch ein? Nee, danke. Okay. Zahnstocher mit Geschmack. Mhm, voll geil. Mhm. Schmeckt nach Zimt-Orange. Geil. Doch, ich will doch einen. Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Irgendwie ein Vibe, wenn wir es zusammen machen. Hier, das ist Eisbonbon. Danke. Bitte. Kandidatin 1, du kannst jetzt rauskommen. Hier hatte ich Nein, du. Hallo. Ja, hi. Okay. Lass mich nicht los, die Schmerzen. Hat mich für immer fest, ich kann nicht mehr. Hilf mir. Du hast eine gute Wahl getroffen. Ja, okay. Also, ich war eh nur für den Freund. Also, sei mal kurz ruhig, bitte. Ja, okay. Jetzt, oh Gott, das Bild. Ja, bitte. Schrecklich, oder? Zeig mal. Geil. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich geil. Zeig mal da rein. Sieht doch genauso aus wie sie. Tschüss. Tschüss. Bis gleich. Chill auf der Couch. Was machst du? Oh, nichts. Hab nur geguckt, wie spät es ist. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann die Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hallo, was geht ab? Schön, dass du kommst. Hallöchen, freut mich. Felix nochmal. Ja, ich bin gar nicht größer als du. Na, nicht viel. Aber ich mag nicht so große Männer, das ist gut. Ja? Ja. Geil. Gut, dann trefft doch Omi. Mhm. Du musst mich hier so rausziehen. Tschüss, Sophie. Tschüss. Viel Spaß auf dem Date. Danke. Boah, das war die Liebe seines Lebens.